Alsbald, da war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscher. Gottes Weihnachtswelt ist voller Engel und einige sind unterwegs zu dir. Das hat mal jemand Kluges gesagt. Engel unterwegs zu dir. Findest du heute einen? Und alsbald war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscher, die lobten Gott. O du Fröhliche, o du Selige, gelobet seist du, Jesu Christ. Weihnachtszeit ist Lobzeit. Und wenn wir dies Jahr nicht in den Gottesdiensten singen können, tu es zu Hause. Sing ein Weihnachtslied und freu dich daran. Wofür willst du Gott heute loben? Und alsbald, da war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscher, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Bei den wichtigsten Worten steht ein Konjunktiv, Weihnachtskonjunktiv. Nicht Ehre ist Gott in der Höhe und nicht Friede ist auf Erden und auch nicht Wohlgefallen bei anderen Menschen. Nicht ist, sondern sei. Das soll kommen, das muss so werden. Weihnachten zeigt dir die Welt, wie sie werden soll. Wie wünschst du dir die Welt an Weihnachten und auch sonst? Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die unser Herr kundgetan hat. Weihnachten ist, komm mit nach Bethlehem, schließ dich den Hirten an, geh durch die Stalltür und dann schaue. Was siehst du, wenn du die Augen aufmachst? Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, und dazu ein Kind in der Krippe liegen. Und dann bist du dabei, du setzt dich ins Stroh, es riecht nach den Tieren, die Hirtinnen und Hirten, knien und staunen und beten vielleicht an. Josef lächelt, Maria singt ein Wiegenlied. Du bist ganz still und siehst die ganze Geschichte. Jesus ist wirklich da, für dich. Was findest du in einem stillen Moment?